Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft mit dem Team Zockerami. Hallo! Ja, hi! Ihr wisst, Zockerami ist ein behindertes Team, ne? Hört er ja schon an dem Julian. Dicker, willst du mich ficken? Ja. Was? Monetarisierung ist nicht da. Ist mir egal, Ansage, geht's raus dann, Alter. An YouTube. Nee, ne? Aber ohne Witz, ne? Ich mache jetzt mal demnächst was, Alter, eine Ansage. Ich muss das wirklich jetzt mal loswerden, so in der Minecraft-Folge, kann ich das ja ruhig mal sagen. Alter, jetzt wird er zum Tanzverbot. Ey, das erste ey, das geht mir so auf die Eier. Ohne Witz, momentan. Da ist ein Typ, der hat, ey, der betreibt so fix Clickbait, den nehme ich mir in dem jetzt die Tage auch nochmal vor. Ey. Wer denn? Kenn ich den? Ja, bestimmt. Let's Phil. Ja. Das ist voll der Huren, den werde ich zerbersten. Jetzt haut er aber. Ey, nee, ohne Scheiß. Ein grüner Steve in Minecraft, mega selten. So, habe ich mir gedacht, yo, ist eh Clickbait, klicke ich mal drauf, ne? Hört sich jetzt doof an, habe ich aber wirklich genau so, war wirklich mein Gedankengang. Ist eh Clickbait, ne? Ja. Ey, deine ersten Worte waren, ja, der grüne Steve, der ist genauso selten wie Herobrine. Und, sondern, ich hoffe, dass ich ihn in dieser Folge finde. Ja, genau. Und, dann... schwimmt er übers Wasser. Wow. Ja? Übers Wasser. Mhm. Und dann sieht er im Wasser ein Schild. Please, let me alone. Da, ab da habe ich das Video beendet und deswegen kommt eine Ansage. Will er mich eigentlich verarschen, Alter? Allein schon, wenn man so anfängt, Alter. Ich weiß nicht, wie man so behindert sein kann. Dass man das wirklich denkt, dass das andere Leute abkaufen. Weißt du, wenn man, weißt du, er wollte halt anfangen so, dass der Steve da ja Bilder in Wasser schreibt, weil er hat ja, weißt du, hat er dann richtig auf so getan, so, hä, was ist das denn? Genau so saß er an dem Schild, weißt du? Ja. Ey. Das ist wirklich kein Behindert. Das hat mich richtig abgefuckt, das mache ich jetzt wirklich eine Ansage, da werde ich ruhig zum Tanzverbot, mir ist das scheißegal. Aber richtig scheißegal. Solange mein Zimmer dabei ordentlich bleibt, ist mir das richtig Wumpe. Da, jetzt war das. Ja. Ja, ich meine, du hast aber recht. Es ist unnötig. Warum macht man sowas? Es lohnt sich doch nicht. Ja, das doch, weißt du, er macht hunderttausende Klicks, der Lappen. Ja, Clickbait-Hure. Fuck. Penisbaum will ich nicht. Ja, also das hat. Nee, das sehe ich wirklich absolut nicht ein. Sorry, aber ist mir egal. Ich mache deine Ansage an den Penner. Das ist mir Wumpe. Und ich hoffe, dass er dann noch antwortet. Dann machen wir Abos. Jetzt haut er selber wieder. Ja, ne, die Folge nennst du übrigens Ansage. Ne, an Let's Phil. Ansage an. Nein, ich nehme den noch persönlich vor. Da kenne ich diesmal absolut nichts. Ja. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr das auch so findet wie ich. Oder ob ich einfach überreagiere. Ich finde nicht, aber ja, schreibt es in die Kommentare. Ich glaube, ich kenne einen, aber ich bin mir nicht sicher. Der sich den angucken könnte. Ich weiß es aber nicht. Ja, ich ahne auch schon, also wer. Ja. Ich hasse ihn. Aber ich, ey, der wurde mir nur empfohlen. Und ich habe dem Video einen Daumen nach unten gegeben. Zu Recht. Aus Reflex, Alter. Sollen wir sowas auch mal in Minecraft machen? Ja, bestimmt. Oh, wie ist denn das Schild da hingekommen? Auf dem Sandblock im Wasser. Also ich denke, wenn es einen grünen Steve verdammt nochmal geben würde, dann hätten wir den schon gesehen. Ja, weißt du, er läuft hier. Guck mal da, er läuft bei mir gerade durchs Bild. Da hinten, sieht dann auf dem Baum. Ey, das ist wirklich lächerlich. Also solche Leute sind dann leben davon, weißt du? Ja, die werden berühmt. Weißt du, wir reißen uns hier den Arsch auf, weißt du? Und der macht da mit seinem Clickbait die Knete. Ja. Das ist das meiste, was mich da so aufregt. Also das ist doch richtig behindert, der Typ. Mhm. Er ist aber genug schlechte Stimmung. Ich nehme den einfach vor. Ansagevideo ist auf jeden Fall geplant. Wird hier auf dem Channel, ich weiß nicht, ob ich den auf dem Channel veröffentliche. Aber ich bin mal überlegen.
Und ja, ne? Wenn, dann sage ich euch Bescheid. Können wir auch ruhig in einem Livestream ein Reaktionsvideo drauf machen, den nehme ich auseinander. Nee, den nehme ich wirklich auseinander. Also das ist. Ich würde ja irgendwie darüber lachen, wenn der auf mal Tag für Tag richtig hart Abos verliert dadurch. Nachdem du deinen rausgehauen hast. Nee, weißt du, ich halt wegen vielen Sachen meine Schnauze, ne? Ich habe auch ein hartes Fell, ne? Was sowas angeht. Aber jetzt so langsam ziehe ich das Fell aus. Ich mache gegen alles eine Ansage, mir ist das egal. Ja. Allein schon, wenn ich das... Ey, die ersten Sekunden, Alter, ich habe mir gedacht, Junge, wäre ich so groß wie du, ich würde dich so hart auseinandernehmen, Alter. Ey, da gibt's, findet man einfach letztendlich keine Wörter vor. Das hat die Mutter nur falsch gemacht, ey. Ja. Ey, weißt du, ich weiß ja genau, dass mein Vater unsere Videos guckt. Ja? Oh. Und ja, jetzt mal ernsthaft. Würden wir so eine Scheiße produzieren? Junge, ich könnte meinem Vater nicht mal mehr in die Augen gucken. Ja. Ey. Das ist doch weg von allem. Junge, da. Da hätte man früher eins auf Fresse für bekommen. Ey. Der hat, weißt du, der hat über 100.000 Abos, ey. Das ist einfach unglaublich. Der ist wahrscheinlich einer, der gepusht wurde. Oder wenn er das nicht mehr macht, der dann einfach, ne, weg ist er vom Fenster. Ja, auf jeden Fall. Es wird Nacht. Ja, sorry, aber das... Ne, das... Wir sollten mal Thema wechseln. Ja, kannst du dir das ja auch angucken, ist bei uns im Kanalverlauf. Ja. Ey. Ja, wieder ganze Folge, ne, damit verbracht. Ja. Wir sind aber erst bei 7 Minuten. Wir sind bei einer halben Folge, also die Folge ist erst, ne, zur Hälfte. Ja. Da geht noch was. Ey, aber... Ich werde jetzt gegen alles eine Ansage machen, das ist mir egal. Ja, ich bin aber überlegen, mal in die Höhle zu gehen. Ich würde gerne mal. Seitdem wir dieses Projekt angefangen haben, war ich noch nie in einer Höhle. Ja, ich schon. Ich habe ja zu dir gesagt, ich finde das zu langweilig, immer am Land zu hocken. Und deswegen ging ich ja ursprünglich in der Höhle. Ja, ich mach das jetzt auch mal. Ich werde jetzt meine Sachen packen. Und dann abziehen. Also wäre schon cool, wenn du da irgendwie was machen könntest, bis ich da bin, ne? Weil du mir nicht mehr sonst die Cordis sagen kannst. Ja, stimmt. Ja. Ja, ich weiß noch nicht. Also ich bin hier gerade am Rumdingsen und so. Ja, ich meine nur, weil das ist ja schon leicht doof, wenn du mir später nicht mehr die Cordis geben könntest. Ja. kurz mal was trinken, meine Stimme ist gerade von diesem Ausraster so gefickt. Nee, zu Recht ist ja auch so. Also jeder hat sein. Täschchen zu tragen. Und dagegen, also das kann ich dann zum Beispiel nachvollziehen, dass Tanzverbot gegen sowas eine Ansage macht. Ja. Sowas ist einfach unglaublich. Wo kommt denn der hellgraue Farbstoff bitte her? Hab ich gemacht. Wie kann man den machen? Weiß und Es gibt auch eine Blume. Die macht weißen oder grauen war das. Ich guckte gleich noch mal, ja? Wenn ich da bin. Ist ja auch egal, ich brauche es jetzt gerade nicht. Nur ich wollte. Ja, den habe ich auf jeden Fall angerührt. Da habe ich mich ja extra noch erkundigt, wie man die ganzen Sachen mischt und so. Ich bin fast am Überlegen. Aus Tintenbeutel machst du schwarze Farbe. Ja. Vielleicht mit Knochenmehl und Tintenbeutel macht man dann weiß. Dann macht man ganz bestimmt nicht weiß. Grau. Grau. Kann doch sein. Knochen, das könnte sogar hinhauen, aber ich gucke mal im Internet noch nach, wenn ich dann mal irgendwann unser Haus sehe. Ja. Ich habe leicht Heimweh. Ich bin 4900. Im Plus noch. Gott. Ey, ich bin echt am Überlegen. Aber nee, das können wir nicht machen. Wir nehmen ja die ganze Zeit am Stück auf. Ob ich eine Umfrage mache, ob ich mich teleportieren kann. Weil, ey, das ist belastend, das glaubst du gar nicht. Ja, oder wir machen das wirklich heute, was ich gesagt habe, weil, ne, ich hatte ja eigentlich noch was zu tun. Aber gut. Ich weiß, wenn ich jetzt weiter spiele, dass ich eben gleich wieder so viel Lust habe und dann auch nur noch durchballern möchte. Ja, ich habe den ganzen Kühlschrank voller Energie, ich kann die ganze Nacht.
Nee, aber. Scheiße, die Kohle so nah an der Lampe. Die Lampe ist nicht Energiespar, Junge, da kann ich meine Hände abends wärmen. Ah. Also, mich macht's gerade Bock, nur das Texture Pack mir hart auf den Sack. Weil ich die ganze Zeit Wind auf den Ohren wieder hab. Weil ich krieg's halt auch nicht aus. Ja. Das ist die Musik! Das ist die Musik, der Wind! Okay. Was wollt ihr, scheiß Skelette? Ich höre euch die ganze Zeit so ping, ping. Pong, pong. Bang, bang. Bang, bang. Ja, die machen vielleicht gerade richtig hart Gangbang irgendwo in der Ecke. Jetzt weißt ist es erst recht nicht mehr monetarisiert. Ich mach, ich den, das Thumbnail mache ich auch mit einem Gangbang, ne? Im Thumbnail. Okay. Nein, bist du bescheuert? Wir sollen aber noch jugendfrei bleiben. Ich glaube, sonst haben wir keine junge Community mehr. Wenn das dann so weiterläuft. Nee, wir haben nur. Okay, nee, das sage ich jetzt so nicht. Wir haben alte Leute in unserer. Ne? Ich habe auch schon überlegt heute, ich war auch schon am, eigentlich am Schreiben sogar, ob ich einen Diss-Track gegen PVW okay mache. Was? Ja, okay. Da war ich heute richtig am Überlegen. Ich habe auch schon angefangen zu schreiben. Hatte dir schon geantwortet? Was denn? Ach so, du meinst mit Schreiben Text schreiben oder was? Ja, ja, einen richtigen Diss-Track. Dann nehme ich den auch auseinander. Nein. Jawoll. Nee, das ist dann so auf Spaß nur mal so, aber ich habe den da selber abonniert. Ja. Weil ich hatte da richtig Bock drauf heute. Also richtig Lust. Ja gut, das ja. Also das ist wäre schon, glaube ich, ganz geil. So ein Diss-Track gegen den. Hast du eigentlich das neue Video von Propa geguckt? Ja. Ey, mit Echo Fresh. Kennt er nix, sagt er. Fängt halt an zu. Ey, aber das war auch der. Das war so ein bisschen der Ansporn da dran. Ah. Weil er und Propa sehen sich ja so ein bisschen ähnlich, weißt du? Ja. Übrigens, PVB OK hat am 1.10. übrigens Geburtstag. Es ist ja heute. Oh, herzlichen Glückwunsch. Ja, habe ich auf Facebook. Ich habe den ja auf Facebook. Da habe ich das heute auf mit einer Push-Nachricht bekommen. Ja. Ja, die Sache ist, die Folge wird nächste Woche, nee, übernächste Woche Freitag kommen. Ja, dann aber nachträglich, ne? Wenn du denn soweit guckst. Ich habe ja in deinem Verläufen gesehen, dass du ja nicht immer voll, nicht immer die Videos voll guckst, was ja nicht schlecht ist, aber ich weiß es auf jeden Fall. Sieht man ja auch, ne, wenn du diese Kanalvorstellungen machst. YouTube speichert ja dein. Es ist ja nicht schlimm, aber. Nee, ist es ja auch nicht, keinesfalls, habe ich ja auch gerade gesagt, ne, dass ich nicht schlimm finde, ne, aber wie gesagt, ich hoffe, dass er so weit geguckt hat und sich dann auch bedankt. Ich habe ihn jetzt ja auch, also der wird jetzt auch eine ganze Weile nicht mehr am Start sein unter unsere Videos. Weil der ja in Urlaub fährt, ne? Ja. Deswegen habe ich ihm auch guten, schönen Urlaub gewünscht. Hat er mir auch geantwortet heute Morgen. Nee? Oh. Jo. Ja, guter Mann. Guter Mann. Deswegen mache ich den Diss-Trick auch jetzt noch nicht. Stimmt, ja, ja. Das macht dann noch keinen Sinn. Ja, ich hol Bushido und der rappt den kaputt. Oh Mann. Jetzt habe ich ernsthaft nur einen Faden von dem. Okay, also, weißt du, im Prinzip kann mir das ja scheißegal sein, wie das ankommt, ne? Ich habe ihn dann halt nur gemacht, ne? Im Prinzip. Ja. Das ist ja, also ich bin ja auch kein Rapper, das wissen wir beide gut, ne? Mhm. Aber ich schreibe jetzt ab morgen mal dann richtig an so einen Diss-Track. Ich habe da schon Bock drauf. Bei mir dauert es aber dann natürlich eine Weile, weil ich hab das ja noch nie gemacht. Ja. Und ich muss mir was fürs Musikvideo einfallen lassen. Nagel neuer Benzer, schmeißt PVB okay aus dem Fenster. Alter. Woher kommen immer diese Horden? Weißt du, da wird man einmal in Ruhe gelassen und dann kommen sie wieder zu fünft. Ist auch wie bei Forest, da kommen sie auch immer mit so Massen. Ja.
Ja, wenn sie kommen, dann richtig. Ja. Geht mega auf den Sack. Ja. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare, ob ich mich mal teleporten kann. Darf. Ich wollte halt jetzt, also war heute eigentlich spontan, eigentlich wolltest du ja morgen an sich Minecraft aufnehmen. Eigentlich ja, Aber aber das ist mega Lust. weil ansonsten suchte ich mich, ich habe jetzt keinen Bock, mich an GTA 5 festzusuchten, weißt du? Dann habe ich nämlich ein Problem. Ah, passiert schon nicht. Ich habe mir heute einfach random GTA 5 gekauft. Passiert schon nicht. Ich glaube tatsächlich wirklich, dass das passieren könnte. Man kauft sich ja nicht einfach so random GTA 5, weißt du? Ja, ich wollte es mir auch noch kaufen. Ich hatte da irgendwie heute so ein Kribbeln im Finger und bin aus Versehen auf den Kaufbutton gekommen. Ja, hoppala, wie kann das denn passieren? So auf dem Tisch. Ich konnte es nicht kontrollieren. Oh, wo kommt denn die Push-Nachricht her von PayPal? Ja. Von dem Konto wurde ja Geld abgebucht. Wie kann das denn nur sein? Jetzt wäre ich fast draufgegangen. Aber Let's Holy Play werde shit. ich GTA 5 auf jeden Fall nicht. Da habe ich keinen Bock drauf. GTA 5 ist so ein Game, das spiele ich dann für mich. Ja, das dauert auch. Das kannst du mir zu betreuen, deswegen. Vorhin gibt es ja drei Enden. Ich Deswegen. weiß. Du hast einmal den, kannst einmal den Michel erschießen und so halt. Der Michel. Michael. Kennt er? Michael. Michel. Das Problem daran ist halt, heißt, es gibt auch andere Secrets dafür. Und das Ding ist, meine CPU reicht dafür nicht richtig aus. Ja gut, GTA ist ja auch klar, ist ein großes Spiel. Also ich hab da, krieg da keine 60 Frames zusammen, weil meine CPU da zu schwach ist. Die ist durchgehend auf 100%. Ich muss Bei mein Schwert mal WW2 war wieder. ja dasselbe. Es lief, also ich konnte es spielen, aber sobald, ja, sobald ich aufgenommen habe, hat das so abgrundtief geruckelt. Das war nicht mehr lustig, ey. Aber WW2 war schon, ist schon ein geiles Spiel, ey. Also, ich weiß nicht, ob ich es mir kaufen werde. Weil ich werde wahrscheinlich erstmal warten, bis der Preis ein bisschen runtergeht. Was bei Ja. COD ziemlich lange dauern kann. Aber ursprünglich wollte ich eigentlich schon die Kampagne machen. Also Ja, ich. ich hatte überlegt, auch mal das Spiel. Weil ich habe WW2 auch aufgenommen. Ich muss nur nachkommentieren. Vielleicht nehme ich das als Hintergrundvideo für die Ansage. Kann man auch machen. Kann man, würde ich aber nicht. Ich jedenfalls nicht. Ich muss mir irgendwas einfallen lassen, wie ich das Video dann schneide. Das kann ich ja nicht einfach nur so ein Cam-Video und fertig. Doch, passt schon. Ah, ich bin halt noch nicht so gut in Schneiden, ey. Ja, ich finde auch, meine Schnitte, also meine Sachen, das ist Ja, du so bist ja erst recht amateurhaft. nicht so lange dabei wie ich. Ich war Ja. ja schon dabei, da kannten wir uns noch gar nicht. Früher habe ich aber nur Scheiße gemacht, weil ich habe da keine Abos zu gewonnen. Heute machen wir es richtig. Und dass wir nicht so viele Abos dazu gewinnen, das liegt einfach also, auch mit dabei zusammen, dass es ein bisschen mehr YouTuber gibt, als wo ich mit angefangen habe. Beziehungsweise als wo mit Gronkh angefangen hat. Man muss dazu halt sagen, früher war das halt, hat er sich halt die richtige Zeit dafür ausgesucht. Da gab es auch noch nicht so viel Auswahl. Ja, das Ding ist auch, viele sagen heutzutage, wenn ich groß bin, möchte ich YouTuber werden. Als ob das schon so ein richtig krasser Beruf ist. Erstmal musst du damit berühmt werden. Das erfordert nämlich richtig viel Zeit. Ja. Aber wenn die das schon so sagen, ja, wenn ich groß bin, möchte ich Ja, YouTuber weil werden. Gronkh war auch nicht direkt erfolgreich. Also, der hatte zwar schon gut Abonnenten und so, aber der war auch nicht direkt erfolgreich. Ich meine, Ja, das Gronkh ist hat eben. ja seine Lebensgeschichte schon erzählt. Gronkh, der war ja ganz unten. Ne? Ja. Und der hatte, der hat so Schwein gehabt. So ein großes Glück, dass das mit YouTube so funktioniert hat. Also ansonsten war ja echt ratlos. Ja. Deswegen, also es. Da habe ich aber, also Gronkh ist echt ein guter, ey. Das ist echt ein guter, ein Gronkh. Bester Also Mann. mit dem bin ich ja auch groß geworden, vor allem. Das muss man sich jetzt mal so, Der wohnt bei dir. weißt du? Man muss mal halt das so sehen. Also ich bin persönlich mit Gronkh groß geworden. Ne? Ja. Und
dass der, ich jetzt bin ich 18 und dass der immer noch richtig Content regelmäßig raushaut und so, das finde ich halt schon heftig. Ja, aber das würde ich sagen, sparst du dir auf eine neue Folge auf. Ich habe kein Essen mehr gleich. Was? Ich habe gleich kein Essen mehr. Ja, und ich habe gleich kein Schwert mehr. Muss das jetzt reparieren. Guck, ein Grund mehr, warum ich dann in die Höhle gehe, weil ich Eisen sammeln kann. Wir haben nämlich... Ja, ich habe eigentlich tonnenweise... Ja, ich habe ja, wie gesagt, ganz viel Eisen dabei in meinem Inventar. Ja. Ich habe auch Dias. Also, elf Dias. Ja, läuft. Guck, werde ich also auch mal in der Höhle sammeln gehen. Ja, mal gucken, ob du überhaupt den Skill dafür hast. Okay, Monetarisierung ist jetzt auch weg. Fick dich!